Heute gibt es mal wieder eine gute Ausrede, um am Falltorhaus vorbeizugucken. Und zwar ist Busch und Wagner dort zu Gast mit ihrer Emotione on Tour. Und ja, da dachte ich, gucke ich mal vorbei, nehme euch mal mit. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie schon gesagt, es geht Richtung Falltorhaus. Aber ich habe es natürlich in der Einleitung natürlich falsch ausgesprochen. Das muss natürlich heißen Emozione on Tour. Beim Italienisch sprechen darf man ja die Hände immer nicht vergessen. Und da wollen wir heute mal vorbeigucken, mal sehen, was Busch und Wagner so aufgefahren hat. Und ja, Falltorhaus ist ja sowieso immer ein Besuch wert, von daher ist das ja mal eine gute Gelegenheit. Also ich finde ja, den Titel hätten sie ruhig konsequenterweise komplett auf Italienisch machen sollen. Aber naja, passt schon. Ja, und ich lass die Kamera jetzt noch mal ein bisschen laufen auf dem Weg dahin. Mal gucken, ob es das eine oder andere Eckchen gibt, was sich schön nachher zusammenschnippeln lässt, dass er nur ein bisschen einen Eindruck von der Tour kriegt dahin. Ja, und dann sehen wir uns dieses Mal aber wirklich oder hören wir uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. Beziehungsweise eine Sache wollte ich ja bei der Gelegenheit auch gleich mal noch ein bisschen vorstellen, dann nutze ich doch mal die Gelegenheit. Und zwar mein neues Vlogging-Setup. Ich meine, zum Teil habt ihr das ja schon gesehen bei der Open House SW Motec Runde. Facecam ist jetzt mit am Start. Und das eigentliche Update bezieht sich ja auf die USB-Steckdose. Dazu gibt es ja auch ein eigenes Video, das verlinke ich mal hier oben. Ja, und jetzt ist das erste Mal, dass alles so in Kombination im Einsatz ist. Das heißt, Handy für die Navigation, die Facecam und beides hängt hier schön unten drunter an der neuen USB-Steckdose. Und, bin ich ja ganz stolz drauf, ich habe mir für beides so schöne 30 cm lange Ladekabel besorgt, die jeweils einen abgewinkelten Stecker haben. Das heißt, ich weiß nicht, bei dem SW Motec Video habt ihr es vielleicht noch gesehen, da habe ich die normalen Kabel genommen, die dann hier alle so im großen Bogen links und rechts rausgingen, damals auch noch in den Tankrucksack ging, wo dann der Akku-Pack war zum Anschließen. Und ja, das kann ich mir jetzt alles sparen. Die Kabel sind schön da unten drin, alles schön kurz, stehen nicht so weit ab. Ich muss gestehen, hier der Stecker am Handy, der hätte eigentlich auch so aussehen sollen wie der. Ist jetzt halt nicht. Ich habe jetzt aber auch keinen anderen gefunden, der den entsprechend gemacht hat. Aber es ist immer noch besser, wie hier so ein riesen Kabel, was zur Seite riesig raussteht. Soweit zufrieden. Das heißt, hier rein von dem Aufbau vorne bin ich jetzt schon mal komplett unabhängig, was die Laufzeit angeht. Das Einzige, was jetzt so begrenzt ist, die Speicherkarte. Da habe ich eigentlich in beiden Kameras eine 64 Gig Karte drin und die reicht mir so für 8 Stunden Aufnahme. Am Helm ist eigentlich alles geblieben wie gehabt, das heißt, hier habe ich halt nach wie vor die GoPro vorne dran mit dem Audio Pack und die sind ja hier geladen. Ich habe die Powerbank hier in der Brusttasche drin. Und da habe ich ja auch mein Kabelchen, das heißt, die sind auch versorgt. Wiederum auch das einzige Limit, die Speicherkarte im Moment mit 64 GB, 8 Stunden ungefähr. Das heißt, hier die Powerbank, die hält bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn ich die zwei Sachen dranhänge. Das ist eigentlich alles soweit okay. Das einzige, was noch außen vor ist im Moment, ist das Sena. Ich meine, normalerweise habe ich damit auch keine Probleme, weil ich glaube, es ist angegeben mit 13 Stunden Sprechzeit oder sowas, also das reicht normalerweise dicke aus.
Das einzige Problem ist jetzt da wieder, heute weiß ich nicht, ob es durchhält, weil ich es jetzt da schon dreimal im Einsatz hatte. Ich meine, da immer nur ein bisschen was. Aber wenn es dumm läuft, geht mir bei dem der Saft aus und da habe ich natürlich heute auch kein Kabel mit, um es zu laden. Naja, wird schon halten. So, jetzt genug geschnattert. Wir fahren erstmal ein Stück. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Angekommen und wie ihr schon seht, ein bisschen Ducati-Überhang hier heute, aber ansonsten wieder die übliche kunterbunte Mischung von allem, was dabei, inklusive hier so einem heißen Geschoss einer Walküre. Ist auf jeden Fall auch mal ein Bild wert. Ja, ich werde mich hier mal eine Runde umgucken und werde mir dann ein schönes Stück Kuchen noch zu Gemüte führen, zum Stärken und was zu trinken, und dann geht's auch wieder zurück.
Ihr könnt es sicher schon an der Kulisse erkennen. Ich nähere mich wieder der Heimat. Ja, am Faltorhaus selber war ja jetzt eine nette Sache mit Ducati. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, echt einer der geilsten Plätze, um zu einer Probefahrt aufzubrechen, denke ich mal. Also da gibt es doch schon schöne Ecken, wo man langfahren kann. Obwohl ich zugeben muss, dass mich im Moment der Vogelsberg echt fast in den Wahnsinn treibt. Also ich bin ja auch von dem Open House Event auf dem Hin- und Rückweg durchgekommen. Hinweg ging noch. Rückweg, wenn man dann so ein bisschen mal Umwege fahren will. Es wird überall gebaut. Es ist unglaublich. Echt, man kommt ja fast nirgends mehr durch. Das Navi wird geradezu in den Wahnsinn getrieben, weil es alle paar Meter umdenken muss. Aber war trotzdem eine ganz schöne Fahrt. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.